Unsere Rufe sind in den letzten Jahren lauter geworden. Die Rufe von uns Frauen nach Rechten, Chancen und Respekt. Bewegungen wie MeToo haben Millionen von uns auf die Straße gebracht und aufgezeigt, dass Männer und Frauen immer noch ungleich behandelt werden. Was die Welt braucht, sind sichtbare Frauen. Frauen wie die ehemalige Politikerin Jolanda Spies-Häcklin, die sich alleine gegen den Sexismus der Schweizer Medienbranche stellt und gewinnt. Frauen wie die Schwedin Erika Lust, die eine der letzten wirklichen Männerdomänen aufmischt, die Pornografie. Und Frauen wie die deutsche Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, die eine Armee von 200.000 befehligt. Diese Frauen spielen die Hauptrolle in dieser Serie, weil sie aktiv dazu beitragen, dass die Welt zu einem gerechteren Ort wird, so wie das viele von uns versuchen, auch ich. Ich heiße Patricia Lehri. Als Wirtschaftsjournalistin beschäftige ich mich oft mit der gläsernen Decke und fehlenden Frauen in Führungspositionen. Wir Frauen haben ein Geldproblem. Wir verdienen weniger als Männer auf gleichen Positionen. Als Mutter kenne ich die Belastung, die berufstätige Frauen mit Kindern aushalten müssen. Und als Feministin ärgert es mich, dass uns meist nur Männer die Welt erklären. Das will ich mit meiner eigenen Wirtschaftssendung ändern. Rosanna Grütter, die Autorin dieses Films, und ich wollen in dieser ersten Folge der Serie wissen, was können wir tun, um Macht weiblicher zu machen? Antworten geben Frauen, die es selber bis ganz nach oben geschafft haben. So wie die deutsche Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Eine Frauenquote zwingt dazu, dass man sich nach Frauen umschaut und dass man ihnen die Chance gibt. Und auf einmal feststellt, hopp, da gibt es doch Frauen. Wir haben da jemanden, der die Position besetzen kann. Die Vizepräsidentin des österreichischen Wirtschaftsverbandes, Martha Schulz. Wenn wir Mütter werden, dann wird erwartet, dass wir wieder zu Hause das Kind betreuen, vielleicht dann ein bisschen Teilzeit arbeiten gehen. Und da wird es Veränderungen brauchen. Und für mich ist eine der Veränderungen wirklich, das sind wir wieder bei dem Thema die Kinderbetreuung. Oder die Schweizer Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Ja, ich habe eigentlich den Eindruck, die Macht der Männer ist, Frauen zu spalten. Und das muss man als Frau durchschauen. I, Kamala. Die Welt verändert sich für uns Frauen. Wir sind so mächtig wie noch nie. Und fliegen so hoch hinaus, wie wir wollen. Wir sind uns sicher, das ist gut für die Welt. Studien belegen, dass Staatschefinnen die Corona-Krise besser bewältigen und dass Unternehmen mit vielen Frauen an der Spitze langfristig erfolgreicher und nachhaltiger wirtschaften. Trotzdem sind mächtige Frauen immer noch selten. Zum Beispiel liegt der Frauenanteil in der Geschäftsleitung der 200 größten Unternehmen in Österreich bei nur 8,4%, in der Schweiz bei 8,8% und in Deutschland bei 9%. Von 193 Staaten der Vereinten Nationen regieren Frauen nur 19. Und nur ein Drittel der Abgeordneten im Deutschen Bundestag ist weiblich. Als größter Stolperstein auf dem Weg nach oben für uns Frauen gilt nach wie vor die Familiengründung. Aber stimmt das wirklich? Was hatten deine Kinder auf deine Karriere für einen Einfluss? Hatten sie überhaupt einen? Also wenn ich mir die Studien anschaue, dann hätte ich ja innerhalb von wenigen Monaten 70% an Einkommen eingebüßt, hätte das in 10 Jahren nicht mehr aufgeholt, wäre eher in Teilzeitjobs und weniger interessanten Tätigkeiten. Das ist aber nicht passiert, das kann ja gar nicht sein. Das ist ein total spannender Beruf, finde ich. Absolut. Und das war auch nur möglich, also meine Karriere weiter voranzutreiben, auch für meinen Mann, der seine Karriere auch verfolgt hat. Beide haben das gemacht, weil meine Mutter zu Hause bei uns gelebt hat. Und dieses Privileg hat natürlich fast niemand.
Du hast aber trotzdem ein paar Mal jetzt so im Rahmen dieses Projekts gesagt, oh, jetzt bin ich schon wieder nicht zu Hause, jetzt bin ich schon wieder immer am Drehen, ich bin eine Rabenmutter. Also hast du wirklich ein schlechtes Gewissen oder sind das mehr so Sprüche? Bei mir vielleicht eher Sprüche. Ich sehe aber wirklich, wie meine Freundin, mein Umfeld, Frauen sich wirklich damit quälen, mit diesem schlechten Gewissen permanent. Ich persönlich sage mir dann immer, glückliche Mutter, glückliche Kinder. Der Anteil Frauen in der deutschen Regierung ist in den letzten Jahren gestiegen. Eine von ihnen treffe ich im CDU-Hauptquartier in Berlin. Annegret Kramp-Karrenbauer ist deutsche Verteidigungsministerin und war von 2018 bis Anfang 2021 Parteivorsitzende der CDU. Sie hat Angela Merkel in dieser Position abgelöst. Und sie ist Mutter von 3 Kindern. Ihr stelle ich darum eine Frage, die man einem Mann so nie stellen würde. Wie vereinbart man dann als Spitzenpolitikerin das Familienleben mit 3 Kindern? Na, ich bin ja sozusagen langsam da reingewachsen, weil ich meine Kinder eben auch zu meinem politischen Engagement sozusagen in die Zeit hineingeboren wurden. Und gerade in der Zeit, in der ich die Karriereschritte gemacht habe, mein Mann eben sich stärker in der Familie engagiert hat. Aber wie jede berufstätige Mutter, egal in welchem Bereich sie berufstätig ist, sie gehen diesen Weg und werden immer begleitet vom schlechten Gewissen, weil sie sich immer fragen, habe ich jetzt genug Zeit investiert? Leidet das Kind darunter? Sie sich immer fragen bei jeder schlechten Note in der Schule, liegt das jetzt daran, dass ich nicht zu Hause war? Und das ist manchmal wirklich das Dilemma, in dem man steckt, wenn man nicht die Zeit für zu Hause einsetzen kann, die man sich eigentlich wünscht. Haben Sie Beispiele, wenn Sie zurückblicken, die wehgetan haben? Also was mich wirklich mal sehr getroffen hat, war, dass eine meiner Söhne gesagt hat, weißt du, du bist schon bei vielen Sportveranstaltungen, nur wenn ich Fußball spiele, dann bist du nie dabei. Und das sind Punkte, die einen dann wirklich nachdenklich machen, einen auch wirklich schmerzen. Das war auch, als ich Sportministerin war und auch dann nebenher, wie sich das gehört, sehr engagiert im Schulförderverein. Und damit man sozusagen mir nur nicht nachsagen kann, ich würde mich nicht für meine Kinder einsetzen und interessieren. Wann haben Sie dann gemerkt, dass Sie als Frau eben nicht die gleichen Chancen haben wie Ihre männlichen Pendants? Also war das wirklich, als Sie Mutter wurden? Interessanterweise schon ein bisschen früher. Also als ich angefangen habe zu studieren. Da gab es einen Professor kurz am Ende seiner akademischen Karriere und der hat bei einer Vorlesung eine Kommilitonin gefragt, haben Sie eigentlich einen Freund, einen Verlobten? Und sie hat gesagt, ja. Und dann hat er zu ihr gesagt, und warum sitzen Sie denn hier im Hörsaal? Also das war wirklich ewig gestrig. Das war zum Beispiel so ein Punkt, der mich da empört hat. Und dann Anfang der 80er war dieses Thema, natürlich habe ich Kinder und bin voll berufstätig, noch nicht so selbstverständlich, sondern es war sehr viel mehr die Debatte, wie will ich mein Leben planen, will ich Kinder, wenn ja, steige ich dann aus dem Beruf aus. Und ich habe keinen Mann zum damaligen Zeitpunkt gekannt, der sich ernsthaft darüber Gedanken gemacht hat, sondern die haben alle gesagt, klar, ich will Karriere machen und irgendwann werde ich auch eine Frau und Kinder haben, Punkt. In Wien besuche ich eine weitere Frau, die es als Mutter in eine Machtposition geschafft hat. Sie heißt Martha Schulz und leitet zusammen mit ihrem Bruder eines der größten Tourismusunternehmen Österreichs, die Schulz-Gruppe. Ihnen gehören Seilbahnen, Skilifte, Hotels und einiges mehr. Außerdem ist sie Vizepräsidentin des mächtigsten Wirtschaftsverbandes Österreichs, des WKÖ. Über den Dächern von Wien erzählt sie mir, wie sie es geschafft hat, als alleinerziehende Mutter diese Karriere hinzulegen. Ich wüsste nicht, wie ich das als Alleinerziehende alles geschafft hätte, jetzt meinen persönlichen Weg, meine Karriere. Also ich habe ein sehr gutes Familiennetzwerk, aber es war natürlich schon sehr schwierig und mein Tagesablauf ist sehr diszipliniert. Und ich möchte gerne, dass die Frauen, die Generationen nach mir, dass die es einfach besser haben. Und ich sehe das auch auf meine Aufgabe. Ich weiß, was es heißt als Alleinerzieherin.
mit Kind und mit allen Möglichkeiten oder Nichtmöglichkeiten, die man hat, einen Karriereweg zu gehen. Ich selbst im Unternehmen versuche das auch allen meinen Mitarbeiterinnen mitzugeben. Aber ich sage immer, Familie ist ja nicht nur weiblich, sondern Familienarbeit ist auch männlich. Ich versuche auch das den Herren mitzugeben. Wenn wir Mütter werden, dann wird erwartet, dass wir wieder zu Hause das Kind betreuen, vielleicht dann ein bisschen Teilzeit arbeiten gehen. Und sehr viele Frauen, die das Kind in die Betreuung geben, nach einem Jahr, dann heißt es, was, sie geben ihr Kind schon in die Kinderbetreuung. Ich meine, es gibt Länder, wo es überhaupt kein Problem ist, wo es die Babycrèche gibt und die Kinderbetreuung schon mit 3 Monaten. Das ist völlig selbstverständlich. Und darum geben wir jetzt eine Studie in Auftrag, um diese Rollenbilder zu hinterfragen und wie man das auch ändern kann. Wie schaffen wir das in Österreich und wie ist der Vergleich im frankophilen Raum und im skandinavischen Raum? Beim österreichischen Wirtschaftsverband geht Martha Schulz mit gutem Beispiel voran. Vor 2 Jahren hat sie als Vizepräsidentin durchgesetzt, dass die WKÖ einen eigenen Betriebskindergarten eröffnet. Solche sind immer noch sehr selten. In Deutschland, in der Schweiz und auch in Österreich. Wir sind ganztägig, ganzjährig geöffnet, wir sind bilingual. Und wir sind jetzt hier in der Spürnasenecke, damit wir sie auch ein bisschen in den Bereich Technik begeistern können. Wir haben auch einen Garten, wo die Kinder irgendein grünes Blatt und das Mikroskop, wo sie auch schauen können. Also einfach die Kinder aufs Leben vorzubereiten. Wie entscheidend ist denn so eine Betreuungsinfrastruktur, wie wir sie sehen, oder Betriebskindergärten? Für mich ist auch das Thema, dass ich zeigen möchte, wie es möglich ist als Unternehmen. Die Wirtschaftskammer ist ja auch ein Unternehmen, ein großes, dass man zeigen kann, wie man Betriebskindergärten finanziert und initiiert. Frauen gehören ins Haus. Ihre natürliche Bestimmung ist es, Mutter zu sein. Mit diesem Argument hat man uns Jahrtausende lang aus der Öffentlichkeit und von der Macht ferngehalten. Im Neuen Testament steht zum Beispiel geschrieben, dass die Frau dem Mann gehorchen muss und öffentlich nicht sprechen darf. Bis 1958 verwaltete der Vater oder Ehemann das Vermögen einer Deutschen und sie durfte ohne die Unterschrift eines Mannes kein Bankkonto eröffnen. Und Männer verweigerten Frauen jahrhundertelang das politische Mitbestimmungsrecht. Suffragetten wurden die US-amerikanischen und britischen Frauenrechtlerinnen genannt, die anfangs des 20. Jahrhunderts damit begannen, für das Stimmrecht der Frauen zu kämpfen. Die Schweiz wiederum war bis 1971 keine richtige Demokratie. Das Wort Demokratie heißt aber Herrschaft des Volkes. Und mir scheint, dass die Frauen auch zum Volk gehören. Die Frau gehört ins Haus. Sie soll Mutter sein. Die Frau hat schließlich auch etwas gezeigt. Sie ist gleichberechtigt, jeder Mann. Und du willst später auch mal stimmen? Ja. Erst dann wurde nämlich das Frauenstimmrecht auf Bundesebene eingeführt. Kaum vorstellbar, aber meine Mutter galt noch nicht als mündige Bürgerin, als sie volljährig wurde. 2021 jährt sich die Einführung des Frauenstimmrechts in der Schweiz zum 50. Mal. Und das wird ordentlich gefeiert. Mit viel Medienberichterstattung. Und mit diversen Ausstellungen zum Thema. Eine davon heißt Hommage 2021. Es ist eine Freilichtausstellung in der Altstadt von Bern, der Schweizer Hauptstadt. Gewürdigt werden Frauen, die für die Schweiz und die Gleichberechtigung Großes geleistet haben. Nicht darunter ist Simonetta Sommaruga, obwohl auch sie zu diesen Frauen gehört. Sie ist Teil der 7-köpfigen Landesregierung der Schweiz, dem Bundesrat. 2020 landete sie im Ranking des US-amerikanischen Wirtschaftsmagazins Forbes auf Platz 56 der 100 mächtigsten Frauen der Welt. Als ich in den Bundesrat gewählt wurde, waren wir 4 Frauen, eine Frauenmehrheit. Diese für Schweizer Verhältnisse verrückte Zeit dauerte 14 Monate. Dann war's vorbei. Heute sind wir 2. Und viele finden, 2 sei doch eigentlich genug. Frauenstreik!
Seit über 10 Jahren kämpft sie als Spitzenpolitikerin für Chancengleichheit. Zum Beispiel für Elternzeit oder faire Löhne. Sie hat vorgeschlagen, dass wir die Ausstellung Hommage 2021 für diesen Film zusammen besuchen. Warum sind wir denn so ein Sonderfall in der Schweiz, was Gleichstellung anbelangt? Ja, die Schweiz hat tatsächlich, also sehr spät, ist eigentlich eine richtige Demokratie geworden. Erst 1971 waren die Frauen vollständige, mündige Bürgerinnen dieses Landes. Diese Frauen zeichnet aus, die waren auf ihre Art immer mutig, die haben sich exponiert. Die wurden aber auch ausgegrenzt, also die mussten das ertragen, dass sie dann etwas Besonderes waren, dass man sie vielleicht auch ja, schräg angeschaut hat. Und ich denke gerade eine Josi Meier, die dann wirklich hingestanden ist, die mutige Dinge gesagt hat. Sie war eine bürgerliche Politikerin, also keine linke Politikerin und musste dann sicher auch von ihrem politischen Umfeld sich auch immer wieder emanzipieren. Sie war bei der Einführung des Frauenstimmrechts eine der ersten, die in den Nationalrat gewählt worden sind. Sie hat Jus studiert. Sie hat mich immer beeindruckt und sie hat den Satz geprägt, ah, jetzt verstehe ich, warum man sagt, die Frauen gehören ins Haus, nämlich ins Rathaus, ins Bundeshaus. Und sie hat diesen Begriff Haus so für sich neu interpretiert. Sie hatte immer sehr viel Humor. Ich staune, wie frei ich mich mit einer Bundesrätin hier in der Berner Altstadt bewegen kann. Und auch darüber, wie frei Simonetta Sommaruga mit mir spricht. Unterwegs erzählt sie mir, wie wichtig sie es findet, dass Frauen sichtbarer werden. Zum Beispiel mit Ausstellungen wie dieser. Ich glaube, das ist wirklich ein Thema, dass Frauen eigentlich im öffentlichen Raum nicht stattfinden und nicht sichtbar sind und es sie deshalb auch nicht gibt. Und ich glaube, es geht ja immer wieder auch darum, dass man Raum einnimmt, dass, ja, dass es auch einen Platz gibt. Und da, denke ich, sind diese Fotos jetzt hier und diese Geschichten, das ist auch ein Stück Präsenz der Frauen im öffentlichen Raum. Das ist Iris von Rothen. Sie hat ja dann ein Buch geschrieben, Frauen im Laufgitter. Sie hat die wirtschaftliche Abhängigkeit der Frauen thematisiert. Und ich denke, da hat sie einen ganz wunden Punkt getroffen. Und sehr, sehr viel Gegenwind bekommen. Nicht nur von Männern, sondern eben auch von Frauen. Das hat sie stark belastet. Diese wirtschaftliche Abhängigkeit der Frauen ist ein Thema, das auch Martha Schulz beschäftigt. Zurück in Wien erzählt sie mir davon, wie es war, mit Frauen aufzuwachsen, die ganz selbstverständlich Unternehmen gegründet und geleitet haben. Das Unternehmerinnengehen ist mir schon ein bisschen in die Wiege gelegt worden, weil ich natürlich in ein Unternehmen hineingeboren wurde und auch groß geworden wurde. Also beim Mittagstisch gab es natürlich bei uns das Thema, wie geht es dem Unternehmer, auch wenn es Probleme gab. Und aufgewachsen bin ich ja sehr viel bei meiner Urgroßmutter, die das Unternehmen gegründet hat. Und die hat mir natürlich auch viele Geschichten erzählt zum Unternehmertum und auch welche Verantwortung das man hat. Ja, so muss ich sagen, also so würde ich sagen, es ist mir in die Wiege gelegt worden. Was ist Ihnen da in Erinnerung geblieben? An was für Sprüche erinnern Sie sich da? Ja, das ist ein ganz ein besonderer Spruch. Da hat sie mir gesagt, sagt sie, Martha, du musst immer selbst so viel Geld haben, dass du dir eine Strumpfhose kaufen kannst. Immer zu damaliger Zeit waren Strumpfhosen ganz exklusive Artikel. Und sie wollte mir einfach mitgeben, die Unabhängigkeit. Ja, dass man immer so viel Geld haben soll, dass man unabhängig als Frau sein kann. Und an das denke ich sehr oft. Das ist mir sehr wichtig. Frauen soll es in Zukunft genauso leicht fallen wie ihr, die gläserne Decke zu durchbrechen oder eine Firma zu gründen. Dafür setzt sich Martha Schulz ein. Sie veranstaltet darum alljährlich einen Unternehmerinnenkongress in Österreich. Und das ist längst nicht alles. Wir haben auch das Zukunft-Frauen-Programm. Das heißt, dass wir Frauen in den verschiedensten Bereichen fortbilden, aber auch Selbstbewusstsein, Austausch, Netzwerken. Das ist ein Programm, das das Wirtschaftsministerium, die Wirtschaftskammer und auch die Industrie gemeinsam unterstützt. Und mittlerweile haben wir ja fast 300 Abgängerinnen. Und wir haben auch eine Datei mit schon fast knapp 800 Frauen in allen Berufszweigen. Ich sage auch jedem, wenn er mal sagt, er sucht eine Frau, in 24 Stunden nenne ich ihm 5 qualifizierte Frauen, aber für gehobenes Management auch.
Mit einer Chefin wie Martha Schulz fällt es Frauen leichter, Karriere zu machen. Schade nur, gibt es so wenige davon. Hattest du mal eine Chefin? Ich hatte noch nie eine Chefin. Ich auch nicht. Nein. Das spricht ja Bände. Weißt du, was mich auch extrem interessieren würde in Bezug auf dieses Thema? Stellen wir uns mal vor, so die letzten 10.000 Jahre hätten Frauen regiert anstatt Männer. Wie wird die Welt dann aussehen? Ja, was für ein spannendes Gedankenexperiment. Mir ist es vor allem wichtig, dass mal die Diskussion in Gang gekommen ist. Ist Macht eigentlich richtig definiert? Warum konnotiert man sie nicht mit Rücksichtsnahme, Einfühlsamkeit, Freundlichkeit? Und was, wenn klassische Männerbastionen wie zum Beispiel das Militär seit jeher zur Hälfte aus Frauen bestehen würden? Auch das ist allerdings nur ein Gedankenexperiment. Erst seit 20 Jahren sind Frauen zum Beispiel in der Bundeswehr überhaupt überall zugelassen. Wenn sie ihre Truppen besucht, ist Annegret Kramp-Karrenbauer also meistens nur von Männern umgeben. Frau Bundesministerin, Oberstleutnant Schemel, stellvertretender Kommandeur Artillerie-Lehrbataillon 245. Ich heiße Sie willkommen in der Flachgestern. Vielen Dank, ich freue mich auf den Besuch. Bin gespannt. Vielen Dank. Bitte schön. Hier in Idar-Oberstein im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz ist ein Teil der deutschen Artillerie stationiert. Hier fällt Rosanna und mir erst so richtig auf, wie wenig Kontakt zu Frauen Annegret Kramp-Karrenbauer in ihrem Alltag wohl hat und wie durchsetzungsfähig sie sein muss, um erfolgreich Tausende von Männern zu führen. Sie sind Chefin von 200.000 MitarbeiterInnen. Wie führen Sie da? Das ist natürlich ein Riesenunternehmen, wenn Sie so wollen, hat so ein bisschen was von Konzern an sich. Aber das ist auch meine Erfahrung der letzten Monate und Jahre. Es gibt unglaublich viele wirklich tolle Menschen in der Bundeswehr selbst, die diesen Auftrag mit Herzblut betreiben. Und das macht mir die Aufgabe auch leichter. Was haben Sie für Spuren hinterlassen bei der Bundeswehr, auch in puncto Frauen? Es ist insgesamt gelungen, die Bundeswehr wieder sichtbarer zu machen, in der Gesellschaft auch akzeptierter, durch das Bahnfahren in Uniform. Wir sind mittlerweile bei den als Arbeitgeber auf Platz 2. Wir steigern den Frauenanteil, und zwar in allen Truppenteilen. Aber das ist ein hartes Brett auch zu bohren. Aber wir legen eben auch einen besonderen Fokus darauf, bei der Rekrutierung von Frauen, aber auch bei dem Umgang, dass klar ist, Bundeswehr bietet Platz für jeden, für jedes Geschlecht, für jede Orientierung. Und das muss die Bundeswehr auch ausstrahlen. Und auch das ist eine gemeinsame Aufgabe, die wir uns vorgenommen haben. Der Anteil Soldatinnen in der Bundeswehr steigt zwar, aber nur langsam. 2003 lag er bei rund 3%, heute sind es knapp 13. Die meisten üben auch innerhalb der Bundeswehr typische Frauentätigkeiten aus. Bei der Sanität sind zum Beispiel fast die Hälfte aller Soldaten Soldatinnen. Ganz anders hier. Die Artillerie ist eine Truppengattung, in der es nur sehr wenige Frauen gibt. Ich bin dann letzten Endes dafür verantwortlich, alles zu überprüfen, was die beden machen, und dass die Rakete auch letzten Endes ihr Ziel trifft. Warum das so ist, erklärt mir Oberstleutnant Michael Schemel. Die Bundeswehr hat doch mittlerweile auch mehr Frauen. Warum sehen wir hier so wenig Frauen? Insbesondere bei den schweren Waffensystemen, bei den Panzerhaubitzen, erfordert das natürlich eine gewisse körperliche Robustheit. Ein Geschoss einer 155 mm Haubitze wiegt etwa 43 Kilo. 60 dieser Geschosse müssen aufmunitioniert werden auf einer Haubitze. Also dass das für die eine oder andere Frau doch auch eine körperliche Herausforderung ist. Für mich war das heute auch eine gute Gelegenheit, mir etwas anzuschauen in der Bundeswehr, Artillerie, was oft in der Öffentlichkeit gar nicht so bekannt ist. Wenn man sich das Bild eines Soldaten, einer Soldatin vorstellt, viele können sich etwas vorstellen unter der Marine, unter der Luftwaffe, unter Fallschirmjägern, aber relativ wenig unter Artillerie. Und das ist ein ganz faszinierender Bereich, und ich bin sehr dankbar, dass ich mir davon heute wirklich selbst auch einen Eindruck machen konnte. Die Armee ist tatsächlich immer noch ein Männerverein, nicht nur in Deutschland. Überraschend ist, trotzdem sind 8 europäische Verteidigungsministerien in Frauenhand. Zum Beispiel in Deutschland, der Schweiz oder in den Niederlanden.
Ankt Beilefeldschoten heißt die niederländische Kollegin von Annegret Kramp-Karrenbauer. Sie ist der Meinung, dass wir Frauen uns auf dem Weg zur Macht manchmal selber im Weg stehen. Sie haben auch mal gesagt, Frauen müssten mehr wie Pippi Langstrumpf sein. Wie haben Sie das gemeint? Ja, wir Frauen sagen zu viel, dass wir das nicht können. Und Pippi Langstrumpf hat gesagt, ich habe das noch nie getan, also ich kann das, ich schaffe das. Und das sollen wir mehr machen. Wir sollen richtig denken, dass wir das können und dann schaffen wir das auch schon. Verstehe ich aber schon auch richtig. Sie sagen, sehr vieles liegt auch an den Frauen selber. Und ja, wie viel liegt dann am System, das auch nicht sehr familien- und frauenfreundlich ist? Wir haben schon viel gemacht, um das System viel familienfreundlicher und frauenfreundlicher zu machen. Aber das liegt dann jetzt auch noch viel an den Frauen. Zum Beispiel gibt es auch noch immer zu wenig Frauen, die sich bewerben. Und Frauen denken auch mehr als Männer, dass sie etwas nicht können. Und die Männer machen das. Die machen das so. Und das ist, ja, da sollen die Frauen sich auch ändern. Die sollen dann auch mehr für sich selbst und ihre Familie denken. Inwiefern könnte dann auch die ganze Gesellschaft profitieren, wenn mehr Frauen in Spitzenpositionen sind? Ja, ich denke, dass die Gesellschaft besteht einfach aus Männern und Frauen. Und ich glaube, dass wir haben unterschiedliche Kompetenzen. Und wenn man die zusammen mischt, dann werden die Entschlüsse, denke ich, besser. Dann gibt es eine bessere Situation. Was halten Sie dann von Frauenquoten? Ich war nie davor. Aber da haben Sie eine andere Position als Annegret Kramp-Karrenbauer. Ja, das weiß ich. Vielleicht ändere ich mich auch noch mal, wenn ich noch mal mit ihr darüber reden. Aber ich verstehe das schon, dass sie sich geändert hat. Wieso verstehen Sie es? Ja, weil es wirklich war, ganz kleine Schritte sind, die wir jetzt nehmen. Die CDU hat sich unter der Führung von Annegret Kramp-Karrenbauer dazu entschieden, eine Frauenquote einzuführen. Ab 2025 sollen Vorstandsposten ab Kreisebene je zur Hälfte von Männern und Frauen besetzt sein. Eine Kehrtwende, denn sie war erst gegen eine Quote. Ich weiß noch, dass ich meine erste politische Debatte in der CDU auf einem Kreisparteitag hatte. Es war eine strittige Debatte. Ich habe sie geführt mit der Kreisvorsitzenden der Frauenunion und wir haben uns gestritten über die Frauenquote. Die Kollegin war dafür und ich war strikt dagegen. Getreu dem Motto, gute Frauen brauchen keine Quote. So, und dann habe ich selbst im Laufe meines Lebens gemerkt, es ist für Frauen immer noch ein Unterschied, Karriere und Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen. Und ich selbst habe auch an einer Stelle meines beruflichen Lebens von einer Quotensituation profitiert. Und das war mein Sprungbrett. Ich bin eine Quotenfrau, habe kein Problem damit. Weil ein entscheidender Schritt in meiner Karriere darauf beruhte, dass der Platz auf der Liste ein Quotenplatz, ein Frauenplatz war. Es gibt zwei Sätze, die mir in meinem politischen Leben oft begegnet sind. Der eine Satz ist so einer für Neueinsteiger, der heißt, wir machen das seit 30 Jahren so, das braucht man nicht zu ändern. Und der zweite Satz ist, ja, wir hätten ja gerne eine Frau genommen, aber wir haben leider keine gefunden. Und eine Frauenquote zwingt dazu, dass man sich nach Frauen umschaut und dass man ihnen die Chance gibt. Und auf einmal feststeht, hopp, da gibt es doch Frauen. Wir haben da jemanden, der die Position besetzen kann. Und eine Volkspartei funktioniert im Grunde genommen nur nach dem Prinzip der Quote, weil sie schauen immer bei einer Liste, welche Kandidaten haben sie, sind die gut verteilt, Männer, Frauen, alle Berufe, regional gut verteilt. Im Grunde genommen alles gewisse Quoten. Und ich habe nie einsehen können, warum nur beim Thema Frau damit etwas Negatives verbunden wird. Auch ich stehe immer wieder öffentlich für die Frauenquote ein. Hier in einer Diskussion mit dem Präsidenten des Schweizerischen Arbeitgeberverbandes, Valentin Vogt. Sie wissen auch, Herr Vogt, von der Verhaltensökonomie, eine ist keine. Es ist erst ab 30-40% können eben Minderheiten etwas bringen und etwas bewegen. Und ich weiß schon, ja, gut, ich meine, Sie sind total in Ihrer Komfortzone, Sie können da noch lange zuschauen. Ich erlebe jetzt auch 30-jähriges freiwilliges Umdenken, erlebe ich mit. Ich sehe da nicht viel Freiwilligkeit in Wirtschaft. Und es ist auch noch aus meiner Lebensrealität, dass also ich bin jeden zweiten Tag an einer Pressekonferenz mit irgendwie und ich bin die einzige Frau dort drin.
In der Schweiz hat Bundesrätin Simonetta Sommaruga im Jahr 2018 eine weiche Frauenquote in börsennotierten Unternehmen durchgesetzt. Wird sie nicht erreicht, muss das Unternehmen sich erklären. Aber warum nur eine weiche Quote? Wenn ich sehe, wie ich kämpfen musste, um diese sogenannte weiche Quote durchzubringen, das war mal im Nationalrat dann 93 zu 94 Stimmen bei 2 Enthaltungen. Also das war eigentlich dauernd auf Messerschneide, dass diese Vorlage überhaupt durchkommt. Sie hätten es schon gerne verbindlich, oder? Ja klar, also ich habe mich ja dann auch in Norwegen orientiert und die hatten ja dann eine sehr harte Quote. Aber schauen Sie, in der Schweiz Politik machen heißt auch immer das Machbare suchen und ich habe gerne Resultate. Dafür erntete Simonetta Sommaruga nicht nur Lob, sondern auch Kritik. Ohnehin wird über Frauen in öffentlichen Funktionen anders berichtet als über Männer, meint sie. Ja, mittlerweile kenne ich diese Art, Frauen zu kritisieren. Entweder ist sie eine Mutti, dann macht sie weniger Angst. Hat man ja in Deutschland auch immer wieder versucht, so, die Bundeskanzlerin so in ein Schema hineinzupressen. Oder dann sind die Frauen unnahbar. Man wirft ja Frauen zum Teil vor, dass sie gut vorbereitet sind oder dass sie kontrolliert sind. Dann denke ich jeweils, ja, möchten Sie eine unkontrollierte Bundesrätin? Möchten Sie eine unvorbereitete Bundesrätin? Es ist spannend eigentlich, dass zum Teil Adjektive oder Qualitäten, die an sich positiv besetzt sind, bei Frauen dann häufig negativ sind. Auch Annegret Kramp-Karrenbauer wird von den Medien oft scharf kritisiert. So aus der Schweiz betrachtet, fand ich immer, dass eigentlich die Presse und die Medien sie sehr hart angefasst haben. Das hat möglicherweise was mit dem Thema Frau zu tun. Das hat aber, glaube ich, vor allen Dingen was damit zu tun, dass ich eben über diese Monate auch als potenzielle Kanzlerkandidatin eben im Fokus stand und betrachtet worden bin. Und die wird in der Regel oder der wird in der Regel einer scharfen Betrachtung unterzogen. Merken Sie beruflich, dass man Sie anders behandelt, jetzt im negativen und positiven Sinn, weil Sie eine Frau sind? Ja, ich kann mich auch gut erinnern, als ich das allererste Mal für den Bundestag kandidiert habe. Da gab es eine Pressekonferenz der, ich sag mal, einigermaßen aussichtsreich platzierten Kandidaten. Und ich weiß noch, ich habe mich den ganzen Tag vorbereitet, überlegt, was kann ich in den 2-3 Minuten, die ich habe, an politischen Botschaften setzen, wie bringe ich mein Programm rüber. Und dann war am nächsten Tag ein großer Artikel über diese Pressekonferenz. Und ich würde mal sagen, 3/4 des Artikels hat sich befasst mit der Frage, welche Frau hatte was an. Und das war einfach so typisch und das spielt nach wie vor eine Rolle. Und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe gewesen, weshalb sich Angela Merkel mit ihrer strengen Kleiderordnung einfach dieser Thematik bewusst entzogen hat. Immer unterstützt wurde Annegret Kramp-Karrenbauer von der Frauenunion der CDU. Sie existiert seit über 70 Jahren und ist damit die älteste politische Frauenorganisation Deutschlands. Von der Vorsitzenden Annette Wiedmann-Mautz möchte ich wissen, warum es solche Frauenbündnisse immer noch braucht und inwiefern sie Frauen auf dem Weg zur Macht unterstützen können. Es braucht diese Bündnisse, um Frauen nach vorn zu bringen, um ihnen Einfluss, Gestaltungsmacht zu geben und vor allen Dingen ihre Erfahrungen, ihre Sichtweisen auch wirklich präsent zu machen. Und deshalb braucht es, solange wir keine gleichberechtigte Gesellschaft sind, auch weiterhin politische Frauenorganisationen und politische Lobbyverbände von Frauen. Wie hat die Frauenunion dann speziell die politische Laufbahn von Annegret Kramp-Karrenbauer beeinflusst? Annegret Kramp-Karrenbauer war über viele Jahrzehnte in der Frauenunion aktiv. Sie ist es bis heute. Sie hat auch dieses Netzwerk nie verleugnet, sondern sich darauf gestützt. Und die Frauenunion ist sicherlich auch ein wesentlicher Machtfaktor gewesen, der sie zum Parteivorsitz gebracht hat.
Ihr ist die Frauenunion, sind die Anliegen von Frauen wichtig und sie pflegt diese Kameradschaft unter Freundinnen in der CDU auch sehr intensiv. Ich habe ihr auch nichts verraten heute, nachdem ich sie gerade eben im Kabinett, wir nebeneinander saßen, habe ich nicht verraten, was ich jetzt gleich mache. Habt ihr jetzt vergessen, ob Sie ihr gesagt haben, mit wem Sie die Interviews machen? Aber nicht, ich habe jetzt nichts verraten. Nicht alles. Ach super. Aber es hat geklappt. In Bern stelle ich Simonetta Sommaruga dieselbe Frage. Uns eigentlich auch zu den Frauenbündnissen? Oder wie wichtig ist dieser Zusammenhalt, diese Verbände von Frauen oder Frauenorganisationen? Ja, ich glaube, Frauen sind generell nicht so gut organisiert. Wir haben die Frauenorganisationen, aber für mich persönlich war eigentlich immer wichtig, auch in meiner täglichen Arbeit, also jetzt in der Politik, einfach Bündnisse mit Frauen zu schließen. Ich habe die Lohngleichheit erwähnt. Ich habe dort wirklich mit Frauen aus allen Parteien geschaut, wie machen wir das. Ich habe die Frauenquote ins Parlament gebracht. Ganz schwierig am Anfang, alle waren so skeptisch. Und dann einfach immer wieder Bündnisse suchen mit Frauen. Nicht nur in Frauenthemen, sondern auch in anderen Themen, Finanzthemen, Wirtschaftsthemen. Da habe ich gute Erfahrungen gemacht, weil auf die Frauen konnte ich mich dann wirklich meistens verlassen, bis am Schluss. Und das stärkt uns natürlich. Und wird das auch oft von vielen Frauen unterschätzt, was das ausmacht? Frauensolidarität untereinander. Es wird auch oft irgendwie weggeredet, schlecht geredet. Ja, ich habe eigentlich den Eindruck, die Macht der Männer ist, Frauen zu spalten. Das war, wenn man die Geschichte in der Schweiz anschaut zum Frauenstimmrecht, eigentlich der wichtigste Hebel war, Frauen immer wieder gegeneinander auszuspielen. Und das muss man als Frau durchschauen. Wenn wir Frauen gleichberechtigt an der Macht teilhaben wollen, dann müssen wir uns gegenseitig unterstützen, findet Simonetta Sommaruga. Ganz bewusst pflegt sie deshalb ihre Beziehungen zu Frauen, beruflich wie privat. Sie stellt mich darum einer langjährigen Weggefährtin vor, Andrea Burgener-Wüffre. Im Beatrice von Wattenwilhaus treffe ich mich mit den beiden. Dieses steht im Herzen der Berner Altstadt. Die Schweizer Regierung empfängt hier Staatsgäste und nutzt es für politische Gespräche. Und zumindest in den Bildern, die Frauenquote ist ja schon 50-50. Hier drin ist die Frauenquote gut abgebildet, aber es ist klar, es ist sicher ein Haus, das sehr stark von Männern nominiert war. Und auch, ich denke, das Haus wird oder wurde lange sicher auch vor allem von Männern genutzt. Aber jetzt sorgen wir Frauen in der Landesregierung dafür, dass da auch Frauen hinkommen. Deshalb ist auch schön, dass Sie heute beide da sind. Andrea Burgener-Wöffre ist ebenfalls Politikerin. Im Unterschied zu Simonetta Sommaruga allerdings auf Gemeindeebene. Sie sind beide in der Sozialdemokratischen Partei und sie kennen sich schon sehr, sehr lange. Wie hat diese Freundschaft eigentlich angefangen? Wie haben Sie sich kennengelernt? Das war in den 80er Jahren, Anfang 80er Jahren. Ich war etwa 23 Jahre alt. Ich habe begonnen, im Haus für geschlagene Frauen zu arbeiten, Nachtdienst. Und habe dann auch im Verein, also im Vorstand mitgearbeitet und da warst du dabei. Genau. Ich habe größten Respekt gehabt vor dir. Ich sage jetzt nicht Angst, aber du warst so klar und so, das müssen wir so regeln und das muss so gemacht werden. Hat mich schon beeindruckt. Ich bin von einer Kollegin angefragt worden, ob ich da gerne im Vorstand mitarbeiten würde. Und ich kann mich gut erinnern, dass ich als Nichtjuristin die Verträge aufgesetzt habe. Und weil mir das dann wichtig war, dass diese Frauen, die für das Frauenhaus professionell arbeiten, dass die auch die richtigen Arbeitsbedingungen haben. Und in dem Zusammenhang, ich weiß noch genau, in welchem Büro wir saßen, da habe ich dich auch kennengelernt. Ich habe dich da als sehr schüchtern wahrgenommen, wirklich als sehr schüchtern. Aber vielleicht warst du eben so beeindruckt von mir. Ich bin auch politisiert worden im Frauenhaus. Ich habe wirklich gesehen, Gewalt an Frauen ist nicht nur einfach Pech gehabt und den falschen Mann gewählt, sondern
als gesellschaftliches Thema. Ja. Und ich habe dann begonnen, im Rahmen dieses Frauenhauses auch Veranstaltungen zu machen, wo man darüber gesprochen hat. Und ich habe plötzlich gemerkt, ich habe eine Stimme, wenn ich für sie einstehen kann. Dann kann ich hinstehen und dann kann ich auch sprechen und dann bin ich nicht mehr schüchtern. Also das Thema hat mich begleitet und hat mich auch vielleicht ein Stück weit auch stark gemacht und mir eine Rolle gegeben, die ich bis heute eigentlich auch sehr gerne ausführe und nicht mehr so schüchtern bin wie damals. Ja, nee, das bist du wirklich. Und ich meine, in Erinnerung zu haben, dass du dazu mal schon sehr oft mit dem Fahrrad unterwegs warst. Ist das möglich? Da habe ich das recht in Erinnerung. Also ich war sicher mit dem Fahrrad unterwegs, aber ich würde sagen, ich habe mehr Klavier gespielt als mit dem Fahrrad. Ja, das denke ich. Ja, genau. Ich habe damals oft dann an Hauskonzerten gespielt, die dann organisiert wurden. Ich war ab und zu auch unterwegs. Ich hatte ein Klaviertrio und ein Klavierquartett. Ich habe eigentlich immer gerne zusammengespielt mit anderen. Ja. Das finde ich echt etwas vom Schönsten, gemeinsam Musik zu machen. Das hat mit Politik, finde ich, sehr viel zu tun. Da ist man ja auch zusammen. Und wenn es gut läuft in Sternstunden der Politik, ist das häufig auch ein kreatives Zusammen etwas entstehen lassen. Simonetta Sommaruga ist ausgebildete Pianistin und spielt auch heute noch oft Klavier. Manchmal zusammen mit Kollegen, hier zum Beispiel mit Gesundheitsminister Alain Berset. Manchmal allein. Sie brauche das Instrument, um Abstand von der Politik zu gewinnen. Ich habe jeweils das Gefühl, so wenn die Welt aus den Fugen ist, und die ist ja immer wieder und im Moment vielleicht sogar besonders stark aus den Fugen, dann holt mich diese Musik zurück mit einer inneren Ordnung. Und das ist für mich ein ganz besonderer Moment. Und die Musik, das ist das, was in meinem Leben mir wirklich als mein Raum geblieben ist, in einem Amt, das ja sehr stark nach außen gerichtet ist. Und da hilft mir die Musik oder dient mir die Musik dazu, mich wirklich eben auch wieder zu orientieren nach innen. Dass es für Frauen wie Simonetta Sommaruga enorm wichtig ist, auch ein Leben abseits der Macht zu führen, leuchtet mir ein. Martha Schulz wiederum betont, dass ihr Macht eigentlich gar nicht so wichtig sei. Sie sind ja eine der einflussreichsten Unternehmerinnen in Österreich. Was bedeutet einem da die Macht? Ja, einflussreich. Ich bin eine gewählte Funktionärin. Also man hat mir sehr viel Vertrauen mitgegeben bei Frauen in der Wirtschaft, weil ich bin gewählt. Also ich wurde in allen Bereichen gewählt und das ist ein sehr großer Auftrag und eine sehr große Verantwortung. Ja, und das Wort Macht ist sehr negativ belastet. Also eigentlich kommt ja das von tun und ich würde das eher das Wort Macht tauschen mit verantwortungsvoll führen. Annegret Kramp-Karrenbauer ist heute nicht mehr ganz so mächtig wie früher. Heute gebe ich die Verantwortung als Parteivorsitzende zurück. Vom CDU-Parteivorsitz ist sie zurückgetreten und damit auch von der Kandidatur als Kanzlerin. Und auch ihre Zeit als Verteidigungsministerin könnte mit den Wahlen im Herbst zu Ende gehen. Nehmen Frauen vielleicht auch einfacher Abschied von Macht? Wichtig ist, dass man neben dem Amt, das einem dann auch Macht verleiht oder ausleiht auf Zeit, sich dessen immer bewusst ist. Es ist immer nur auf Zeit. Und dass man vor allen Dingen daneben auch noch ein anderes Leben hat und den eigenen Wert nicht an dieses Amt und an die Macht, die damit verbunden ist, hängt. Wenn man diese innere Unabhängigkeit hat, dann kann man auch von Macht Abschied nehmen. Kennen Sie das? Oder? Ja. Das kann ich. Vielleicht fällt uns Frauen der Abschied von der Macht tatsächlich leichter als den Männern. Erst müssen wir aber mal mächtig werden. Und da scheint mir am wichtigsten, dass wir uns endlich gegenseitig unterstützen. Der Satz, der mich jetzt am meisten beschäftigt, ist wirklich der, die Macht der Männer ist die Spaltung der Frauen. Ja. Was denkst du, warum? Ich habe da schon eine Hypothese. Also könnte es vielleicht daran liegen, dass es halt für Frauen fast über Jahrtausende eigentlich nichts gebracht hat, sich mit Frauen zu solidarisieren. Also es hatte halt viel mehr Männer in Machtpositionen und mit Frauen arbeiten hat halt nie nichts gebracht. Also, macht eigentlich komplett Sinn. Wir gehen mal mit gutem Beispiel voran.
Warum wurden Frauen seit Jahrtausenden daran gehindert, Macht zu erlangen? Und was tun Sie, wenn Sie selber Macht haben? Leben Sie Macht anders? Teilt eure Fragen und Gedanken dazu mit uns Filmemacherinnen. Wir würden uns sehr freuen, gleich hier in den Kommentaren.